Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg humane Kriegsführung, oder genauer gesagt hier um den Fizzy Funkpfiff, welches sich im Gebiet Rostwar befindet, und zwar etwa 3838. Und ja, das Team hingegen zu besiegen sieht wie folgt aus: Wir nehmen hier Squeaky mit Fischklatsche, Stampede und Blase, Götze Nobisat mit Zerquetschen, Steinhaut und Abwehr und Kunleiungs mit Ausschalten, Vorstock und Tiefrennen. Falls ihr irgendwie Probleme hättet mit dieser Taktik, dann könnt ihr auch eine probieren am Schluss mit den Winterhauchshelfern, also zum Beispiel Vater Wintershelfer oder kleiner Helfer. Da könnt ihr eigentlich auch mit Winterhauchgeschenk arbeiten, mit Schneesturm herbeirufen und eventuell Eislanze oder halt Schneeball. Schneeball bringt ein bisschen mehr, weil bei den Elementarpads ist halt so, dass die nicht unterkühlt werden können durch das Wetter. Also eben Schneesturm herbeirufen würde bei diesen sozusagen nichts bringen. Deshalb würde ich da dann halt einfach mit dem Schneeball arbeiten. Aber eben Kunleiungs ist halt durch das Betäuben ein bisschen besser, meiner Meinung nach. Und halt eben mit Ausschalten noch zusätzlich. Meistens ist es so, dass man beim letzten etwa so 800 Gesundheitspunkte noch runterhauen muss. Beginnen wir gleich mal den Kampf. Hier zu Beginn natürlich leider der Nachteil wegen der Dunkelheit. Deshalb kann es ab und zu sein, dass die eine oder andere Attacke verfehlt. Falls es nicht allzu oft passiert, sollte es aber trotzdem zu keinem Problem führen. Hier einfach mit Stampede weiterarbeiten und danach halt Fischklatscher, bis der Azeritschleim stirbt. So, dann kommt hier noch der dritte Durchlauf. Und das hat sich jetzt ein wenig ausgeglichen wegen den Crits und dem Verfehlen. Glaube ich, zwei haben verfehlt und zwei haben gecrittet, also gleicht sich ein wenig aus. Danach weiterarbeiten mit dem Fischklatscher. Also ich habe es aber auch schon mehrmals geschafft, ohne, also wenn man die erste Fischklatscher-Attacke verfehlt, habe ich es mit der zweiten meistens geschafft. Da sollte es ebenfalls noch zu keinem Problem führen. Jetzt, weil ich hier gleich ohne Problem den Gegner besiegt habe, werde ich schnell einmal passen. Ihr würdet halt einfach weiterarbeiten mit Fischklatscher, bis Squeaky getötet wird. Aber ist es meistens so, dass man drei Attacken halt raushauen kann. Aber jetzt passe ich schnell einmal. Und danach arbeite ich halt einfach mit Fischklatscher. Bis dann sollte auch hier die Dunkelheit weg sein. Dann sollte sicher keine Gefahr mehr sein wegen dem Verfehlen. Jetzt habe ich noch einmal gecrittet, deshalb werde ich einfach passen, bis ich hier getötet werde. Damit es nicht ein allzu großer Vorteil ist. Aber ja, es ist leider ein wenig mühsam, um euch das so zu zeigen. So, jetzt sind wir endlich gestorben. Ihr hättet natürlich einfach weiterarbeiten können mit der Fischklatsche, wenn es sogar noch so möglich wäre, dass ihr die Blase einsetzen könntet. Am besten die Blase und ansonsten eben Fischklatsche arbeiten. Aber ich sag mal so, das ist der normale Ablauf, dass Azeri-Geode bei 800 bis 1000 Gesundheitspunkten überlebt und Götze Nobisat mit 100% in den Kampf kommt. An dieser Stelle Steinhaut reinsetzen. Abwehr setzen wir nicht ein, das brauchen wir dann bei dem Elementar hier hinten. Und ansonsten halt einfach immer auffüllen mit Zerquetschen, bis halt die Steinhaut wieder erneuert werden muss. So, weiterkämpfen hier. Und dann sollte irgendwann mal die Geode sterben. Jetzt an dieser Stelle ist es leider noch nicht passiert, ist jetzt nicht allzu schlimm. Und somit haben wir den zweiten Gegner hier besiegt. Jetzt kommt der Elementar ins Spiel, also Azerit-Elementar. An dieser Stelle gleich gegen den Treibsand hier die Abwehr einsetzen. Und danach die Steinhaut erneuern. Leider ist es jetzt vom Timing ein bisschen blöd gewesen, dass einmal die Steinhaut weg war. Deshalb haben wir jetzt Felsbeschuss ein bisschen mehr angerichtet. Aber ansonsten halt einfach zerquetschen, weiterarbeiten, bis halt die Götze Sorbisarz halt stirbt. Wenn es noch so weit kommt, dass ihr vielleicht hier den Treibsand kontern könnt, wie jetzt hier zum Beispiel, das am besten mit der Abwehr zu kontern, ist denke ich mal das Beste. Aber weil ich eben jetzt einen recht guten Lauf hier habe, werde ich jetzt halt einfach mit Zerquetschen weiterarbeiten, um mich dann töten zu lassen, jetzt dann gleich hier von der nächsten Attacke. Und dann kommt hier Kunleiungs ins Spiel. An dieser Stelle gleich mal den Frostschock einsetzen. Dann tieffrieren hier. Sollte dann betäubt werden hier, dieses Elementar. Und danach können wir mit Ausschalten den Rest erledigen.
Falls es noch nicht der Fall wäre, natürlich wieder Frostschock einsetzen und mit Ausschalten ja immer wieder abwechseln. Aber eben im Normalfall sollte der Elementar mit etwa 1000 ja, Gesundheitspunkten dann so etwa überleben. Und dann sollten die drei Attacken eigentlich ausreichen. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.